Guten Tag, meine Damen und Herren. Hat Jesus Christus durch seinen Opfertod, als er für Sie und für mich am Kreuz starb, das moralische oder geistliche Gesetz, wie es durch die 10 Gebote und durch die Rechtsvorschriften und Satzungen zum Ausdruck kommt, abgeschafft? Hat er ein neues Gesetz gebracht, das im Großen und Ganzen dem Gesetz, das er abgeschafft hat, ähnelt oder sogar identisch mit ihm ist? Überlegen wir uns einmal, meine Damen und Herren, wie unlogisch diese Vorstellung sein würde. Ich bin, wie einige von Ihnen vielleicht wissen, neben der Tatsache, dass ich ordinierter Geistlicher bin, auch von Hause aus Rechtsanwalt. Und wenn man ein Gesetz abschafft, um es dann durch ein anderes Gesetz zu ersetzen, das ergibt wenig Sinn. Zum Beispiel, man würde ja nicht die gesamte Straßenverkehrsordnung abschaffen und durch eine neue Straßenverkehrsordnung ersetzen, wenn man lediglich einige Vorschriften innerhalb des Gesetzes ergänzen oder ersetzen möchte. Und so ist es in der Tat richtig, dass Christus kam, um einige Gesetze im Alten Testament abzuschaffen, wie zum Beispiel das Opfergesetz, die Beschneidung, andere ritualistische Gesetze. Aber er hat nicht das gesamte Gesetz des Alten Testamentes abgeschafft und durch ein neues Gesetz ersetzt. Er hat zum Beispiel nicht gesagt, das Gesetz im Alten Testament, man soll nicht Ehe brechen, ist abgeschafft und ich komme nun, um ein neues Gesetz zu bringen, das besagt, man soll nicht Ehe brechen. Wir sehen also, wie unlogisch diese Vorstellung eigentlich ist. Aber trotzdem werden einige Stellen im Neuen Testament angeführt, um die Behauptung zu beweisen, dass zum Beispiel der Sabbat, eines von den 10 Geboten, nicht mehr zu halten sei. Und dann auch die heiligen Festtage, die ja auch Sabbat genannt werden, wie wir dies bereits in der Vergangenheit in anderen Predigten gesehen haben. Und auch die Speisegesetze zum Beispiel sind angeblich abgeschafft worden. Aber wir haben bereits auch gesehen, dass der Sabbat bereits lange vor den 10 Geboten bestand. Und auch einige der jährlichen Festtage bestanden bereits vor dem Zeitpunkt, als Gott die 10 Gebote den Israeliten am Berg Sinai verkündete. Und die Speisegesetze waren Gesundheitsgesetze, die bereits bestanden, bevor es überhaupt irgendwelche Juden gab. Und heute möchte ich noch weiter ein wenig auf Stellen eingehen, die immer wieder angeführt werden, um angeblich zu beweisen, dass der Sabbat und die heiligen Festtage nicht mehr zu halten sein. Die werden eigentlich von protestantischen Theologen angeführt, weil katholische Theologen, die sehen das ja ganz anders. Die geben zu, dass die Bibel nirgendwo den Sabbat abschafft. Die sagen, die katholische Kirche habe das Recht gehabt, dies nach Verfassung der Bibel zu tun. Aber wir haben bereits auch dahingehend dies besprochen und gezeigt, dass die Bibel eine solche Abschaffung durch die katholische Kirche oder irgendeinen Menschen nicht autorisiert. Mit diesen Vorbemerkungen wollen wir uns nun einmal eine Stelle im Kolosserbrief anschauen. Im Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 16 bis 17, eine Stelle, die immer wieder angeführt wird von protestantischen Theologen, um uns zu sagen, dass die heiligen Festtage und der Sabbat nicht mehr gültig sein. Und ich möchte dich zunächst einmal von der revidierten Lutherbibel her lesen, möchte sie aber bitten, mit mir zusammen die Stelle zu lesen, weil wir nämlich auf einige Ungereimtheiten in der Übersetzung dann zu sprechen kommen. In Kolosser Kapitel 2, angefangen in Vers 16, heißt es in der revidierten Lutherbibel: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank, oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Vers 17. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Und diese Stelle wird angeführt, um zu sagen, dass die Juden oder vielmehr die Christen nicht mehr den Sabbat hielten. Und jetzt kamen die Juden und haben denen gesagt, oh, ihr müsst aber noch den Sabbat halten, und haben versucht, denen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und Paulus sagt, nee, lasst die Juden euch kein schlechtes Gewissen machen, ihr braucht den Sabbat nicht mehr zu halten. Das ist die Erklärung, die im Hinblick auf diese Stelle gegeben wird. Wir werden aber jetzt sehen, dass Paulus das genaue Gegenteil von dem sagt, was diese Erklärung, die wir gerade angeführt haben, angeblich uns erklärt. Zunächst einmal
möchte ich Sie bitten, jetzt ein wenig auf Vers 17 zu achten, denn in dieser Übersetzung, in der revidierten Lutherbibel, sind drei Worte ergänzt worden, die sich nicht im griechischen Urtext finden. Da heißt es hier, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Das Wort nur befindet sich nicht im Urtext. Und dann heißt es weiter, leibhaftig aber ist es in Christus. Und die Worte ist es befinden sich auch nicht im Urtext. Aber dann sehen wir natürlich, dass die Übersetzung leibhaftig aber in Christus, die ergibt wenig Sinn. Und deswegen hat der Übersetzer in der revidierten Lutherbibel die Worte ist es eingefügt, um den Sinn deutlicher zu machen, hat damit aber den Sinn noch mehr verschleiert. Zunächst einmal möchte ich Ihnen eine Übersetzung aus der Patloch-Bibel vorlesen, die die Stelle wie folgt wiedergibt. Die wahre Gestalt aber ist Christi. Die wahre Gestalt aber ist Christi. Nun beachten Sie, auch hier wird das Wort ist ergänzt, das sich nicht im Urtext befindet, sodass die Übersetzung dann lauten würde, die wahre Gestalt aber Christi. Nun, diese Übersetzung kommt dem Original bereits etwas näher, weil nämlich im Original in der Tat das Wort Christus im Genitiv steht, sodass es richtig übersetzt heißen muss, Christi. Aber was ist mit Gestalt gemeint? Nun, dies ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Soma. S-O-M-A, Soma. Und dieses Wort Soma bedeutet Leib. Und das gesamte Neue Testament übersetzt auch das Wort Soma in anderen Stellen mit Leib. Auch im Kolosserbrief. Nur nicht hier in Kolosser 2, Vers 17. Warum nicht? Nun, vielleicht weil der Übersetzer mit dem Wort Leib hier nichts anzufangen wusste. Vielleicht auch, weil er nicht unbedingt das akzeptieren wollte, was die Stelle in Wirklichkeit sagt. Zunächst einmal möchte ich Ihnen zeigen, dass das Wort Leib mit der Kirche in Verbindung steht. Und zwar hier im Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18. Hier lesen wir, und er, Jesus Christus, ist das Haupt des Leibes. Und hier wiederum auch das griechische Wort Soma ist gebraucht. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. So, der Leib hier wird mit der Gemeinde oder der Kirche identifiziert. Auch in Vers 24 von Kolosser Kapitel 1. Dort heißt es, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Auch wieder, hier wiederum das Wort Soma wird gebraucht. Das ist die Gemeinde. Also hier wird wiederum der Leib Soma mit der Kirche, der Gemeinde gleichgesetzt. Schauen wir uns auch in Kolosser Kapitel 2 und Vers 19, zwei Verse nach Vers 17, folgende Stelle an. Dort heißt es hier, und er hält sich nicht an das Haupt, wir wissen, das ist bereits Jesus Christus, er hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib, auch hier wiederum das Wort Soma, der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Nun, das ist interessant, dass hier in Vers 19 auch wiederum die Gemeinde mit dem Leib Christi identifiziert wird, denn die Stelle folgt ja unmittelbar der Aussage in Vers 17, wo es dort mit leibhaftig in der revidierten Lutherbibel übersetzt wurde. Wir erkennen also, dass die Aussage in Vers 17 mit dem Leib Christi, das heißt der Gemeinde, in Beziehung zu stehen scheint. Doch worin besteht diese Beziehung? Nun, Kolosser 2 und Vers 16 wird von Luther so übersetzt, wie wir das gerade gesehen haben, dass niemand den Kolossern, jetzt ich zitiere, ein schlechtes Gewissen machen sollte, wegen zum Beispiel des wöchentlichen Sabbats oder der jährlichen Festtage. Aber auch diese Übersetzung ist nicht exakt. Die Potloch-Bibel übersetzt die Stelle wie folgt, in Vers 16. So seid denn niemand Richter über euch in Fragen von Speise und Trank oder bezüglich der Feier von Festen, Neumonden und Sabbaten. Die Zürcher Bibel schreibt, so soll euch nun niemand richten in Speise oder Trank oder in Sachen eines Festes oder Neumondes
oder Sabbates. Nun, wenn Sie die buchstäbliche Übersetzung zu Rate ziehen, dann wird die Stelle wie folgt, Wort für Wort, so zu übersetzen sein. Niemand soll euch richten im Hinblick auf euer Essen und Trinken oder im Hinblick auf ein Teil eines Festes, eines Neumondes oder im Hinblick auf Sabbate, die ein Schatten kommender Dinge sind, sondern der Leib Christi. Sondern der Leib Christi. Schauen Sie, Vers 16 beginnt mit der Ermahnung, dass kein Mensch oder niemand das Recht hatte, die Kolosser, die zu Christen geworden waren, dafür zu verurteilen, dass und wie sie zum Beispiel den Sabbat oder die jährlichen Festtage hielten. Paulus führt dann weiter in Vers 17 aus, sozusagen als Einschub und als Rechtfertigung für das wöchentliche und jährliche Sabbat einhalten, dass der Sabbat und die jährlichen Feste ein Schatten zukünftiger Dinge sind. Mit anderen Worten, des Millenniums, der Welt von morgen, die Zeit, die noch kommen wird, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird. Und dann fährt er im zweiten Teil von Vers 17 fort, auszuführen, das, was er in Vers 16 begonnen hatte, nämlich, so wie es übersetzt werden sollte, niemand oder kein Mensch soll euch dafür richten, dass und wie ihr den wöchentlichen und den jährlichen Sabbat haltet, aber der Leib Christi soll euch richten oder es beurteilen. Griechische Gelehrte erkennen nämlich an, die sich auf das Griechische verstehen, dass die erste Aussage in Vers 16, kein Mensch soll euch richten, eine zweite Aussage erfordert, die uns dann erklärt, wer richten soll. Das wird durch das Wort sondern zum Ausdruck gebracht. In einem Artikel von Professor Troy Martin, der im Sommer 1995 in einem theologisch-wissenschaftlichen Journal für biblische Literatur veröffentlicht wurde, findet sich nämlich diese Aussage bestätigt. Professor Martin führt zunächst im Hinblick auf das Wort Schatten in Kolosser 2, Vers 17 folgendes aus. Denn viele Theologen sagen uns, ja, das Wort Schatten, das bezeugt eben, dass man den Sabbat nicht mehr zu halten braucht, der ist ja nur ein Schatten oder war nur ein Schatten, wie einige es sagen. Aber das ist nicht das, was die Stelle besagt. Professor Martin schreibt, diese christlichen Praktiken, und er spricht hier von der Sabbateinhaltung und der Haltung der jährlichen Festtage, diese christlichen Praktiken mögen ein Schatten sein, aber sie werden nicht als etwas Negatives dargestellt. Nur die Gegner stellen sie negativ dar. Auch wird die Gegenwart angesprochen und damit wird bestätigt, dass diese Dinge nun Schatten sind. Einige Kommentare wählen die Vergangenheit in ihrer Übersetzung und schlussfolgern, dass diese Anordnungen aufgehört haben, da die wahre Substanz, das eigentliche Wesen erschienen sei, weil diese Anordnungen ja nur ein Schatten waren. Trotz solcher Interpretationen bestätigt der Text eine gegenwärtige Gültigkeit des Schattens. Und er fährt dann fort zu sagen, dass die Aussage in Vers 16, kein Mensch soll euch richten, eine weitere Aussage erfordert, die dann erklärt, wer richten soll. Und er verweist hier auf eine Parallelstelle in 1. Korinther Kapitel 10. Und die wollen wir uns kurz einmal anschauen. 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 24. 1. Korinther 10, Vers 24. Und da heißt es hier wie folgt. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Es ist klar hier, dass, um den Sinn richtig zu verstehen, man hier etwas in Gedanken ergänzen muss. Nämlich, niemand suche das Seine, sondern jeder suche, was dem anderen dient. Mit anderen Worten, die Idee, jeder suche, wird hier geistlich gesehen ergänzt, aber es ist klar, dass dies ergänzt werden muss, um den Sinngehalt richtig zu verstehen. Nun, Professor Martin schreibt folgendes. Dieser Vers hier, in 1. Korinther 10, Vers 24, ist grammatisch parallel zu Kolosser 2, 16 und 17. Dieses Beispiel von 1. Korinther deutet an, dass das Wort richten
in Kolosser 2, Vers 16 und 17 ausgelassen ist, aber ergänzt werden muss. Wie auch in 1. Korinther 10, 24 das Wort Suche, klar vom Sinn her, im zweiten Teil ergänzt werden muss. Professor Martin fährt fort, das Verb für richten beschreibt eine Handlung, die zunächst verboten, sodann aber geboten ist. Und er schreibt dann als Zusammenfassung, diese Stelle hier in Kolosser 2 deutet an, dass die Praktiken, die in Vers 16 aufgeführt werden, die der Christen in Kolosse sind, mit anderen Worten, die hielten den Sabbat, die hielten die heiligen Tage, die wurden dann von Gegnern kritisiert. Er schreibt, die frühen Christen haben sowohl Festtage als auch den Sabbat gehalten. Schauen Sie, die Stelle in Kolosser Kapitel 2 besagt das genaue Gegenteil zu dem, was uns Theologen weismachen wollen. Diese Stelle besagt, dass die Christen den Sabbat und die heiligen Festtage hielten. Und die wurden dafür kritisiert. Und Paulus sagt, aber niemand soll euch deshalb richten, weil ihr diese Festtage haltet, sondern der Leib Christi soll es beurteilen. Die Kirche Gottes, die ja gelehrt hat im Neuen Testament, dass der Sabbat und die jährlichen Festtage weiterhin zu halten sind. Nun, worin bestand die Kritik? Warum wurden die Kolosser dafür kritisiert? Schauen Sie, die Christen in Kolosse hatten begonnen, die Festtage Gottes und den Sabbat in Gott wohlgefälliger Weise zu halten. Da sowohl der Sabbat als auch die Festtage eben Festtage sind, aßen und tranken sie natürlich an diesen Tagen. Nun, die Luther-Übersetzung verschleiert das auch ein wenig. Die schreibt ja hier, es soll euch keiner ein Gewissen machen wegen Speise und Trank. Aber im Griechischen stehen hier Tätigkeitsworte. Und es sollte richtig übersetzt heißen, bezüglich von Essen und Trinken. Die sollten also nicht deshalb verurteilt werden, weil sie am Sabbat und an den jährlichen Festtagen aßen oder tranken. Denn einige meinten nun, dass aufgrund ihrer asketischen Philosophie, dass man an diesen Tagen fasten müsste. Die lehrten nun, dass man am Sabbat und den jährlichen heiligen Festtagen nicht essen und trinken sollte. Schauen wir uns das vom Zusammenhang hier an. In Kolosser Kapitel 2, angefangen in Vers 20. Das folgt ja genau der Stelle in Kolosser 2, Verse 16 und 17. Und da schreibt Paulus nun in Vers 20, wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Also schauen Sie, diese Ideen, dass man jetzt an diesen Festtagen fasten sollte, stammen, wie Vers 20 sagt, von den Mächten der Welt. Mit anderen Worten, von dämonischen Mächten. Wenn jemand nebenbei gesagt hier behaupten wolle, dass diese Stelle auch besagt, dass Gottes Nahrungsgesetze nicht mehr gültig seien, dann weise ich erneut darauf hin, wie ich dies bereits in einer der letzten Predigten getan habe, dass diese Nahrungsgesetze ja nicht von Dämonen stammten, die stammten ja von Gott. Paulus spricht aber hier eindeutig nicht von Gottes Gesetzen über reine oder unreine Tiere, sondern er spricht von der Praxis einiger, an den Festtagen zu fasten. Schauen Sie, die Christen in Kolosse hatten früher diese asketischen Riten befolgt, hatten aber dann, als sie bekehrt wurden, diese aufgegeben. Mit anderen Worten, als sie noch ihre heidnischen Festtage hielten, hatten die an solchen heidnischen Festtagen gefastet. Aber nun, als sie begonnen hatten, den Sabbat zu halten und die heiligen Festtage, haben sie verstanden, dass an diesen Tagen nicht gefastet werden muss. Und nun kamen diese sogenannten asketischen Philosophen und wollten die überzeugen, doch an diesen Tagen auch zu fasten. Schauen Sie sich Kolosser 2 mit mir an, angefangen in Vers 6. Kolosser 2, Verse 6 bis 8. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Vers 8.
Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn scheinbar gab es einige, die diese Ideen in die Kirche einführen wollten. Diese Ideen, dass man an dem Sabbat zum Beispiel fasten müsse. Und deshalb sagt uns Paulus, niemand soll euch richten, wenn ihr den Sabbat und die heiligen Tage mit Essen und Trinken haltet, sondern der Leib Christi soll es tun. Nun, wenn diese Sabbateinhaltung natürlich zu Trinkgelagen ausarten würde, dann würde die Kirche, der Leib Christi, einschreiten. Und wir finden ja ein solches Beispiel von Ausschreitungen sogar am Passahabend. Und Sie können dies in 1. Korinther 11, angefangen in Vers 20, nachlesen. Und da ist Paulus eingeschritten und hat gesagt, so sollt ihr das Passa zum Beispiel nicht halten. Und so dann gab es Heiden in Kolosse, die ihre christlichen Verwandten, Bekannten und ehemaligen Freunde dafür kritisierten, dass sie überhaupt diese göttlichen Festtage und Sabbate hielten. Schauen Sie, Kolosse war ja an und für sich eine heidnische Stadt. Das war ja keine jüdische Stadt von Hause aus. Und so sagt Paulus auch insoweit, ihr Christen in Kolosse, hört nicht auf eure ehemaligen Freunde, die euch davon abbringen wollen, Gottes Gebote zu halten, inklusive den Sabbat, inklusive die Festtage, und die euch davon abhalten wollen, diese festlich zu begehen, sondern achtet darauf, was euch die Kirche, der Leib Christi, sagt. Und so sehen wir also hier, dass diese Stelle in Kolosser Kapitel 2 absolut nichts dafür hergibt, dass die Christen jetzt nicht mehr den Sabbat zu halten hätten. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die haben weiterhin den Sabbat gehalten und auch die heiligen Festtage und wurden dafür kritisiert. Und wenn heute wir dazu kommen, den Sabbat zu halten, dann werden auch wir heute vielfach kritisiert, weil ja die Welt um uns herum das nicht versteht. Es heißt ja auch deutlich, dass die fleischliche Natur Feindschaft ist gegenüber dem Gesetz Gottes. Es heißt ja sogar auch, dass die fleischliche Natur, die also nicht bekehrte Natur, dem Gesetz Gottes gar nicht untertan sein will und sein kann. Und deswegen sollten wir uns nicht darüber Gedanken machen, wenn wir dafür kritisiert werden, dass wir das tun, was die Bibel uns sagt. Im Gegenteil, wir können dies erwarten. Wir sollten dies eigentlich sogar erwarten. Christus sagt, ihr seid gesegnet, wenn euch Verfolgungen widerfahren, weil ihr die Gesetze Gottes haltet. Nun gibt es eine weitere Stelle, die auch immer wieder angeführt wird, um uns zu sagen, dass wir den Sabbat und die jährlichen Festtage nicht mehr zu halten bräuchten. Und diese Stelle findet sich in Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14. Angeblich sagt Paulus hier, dass wir das Gesetz nicht mehr zu halten bräuchten. Eine sehr merkwürdige Feststellung im Hinblick auf das, was wir gerade jetzt im Kolosserbrief gelesen haben. Aber Römer Kapitel 14 und Vers 5 sagt Folgendes. Und wie gesagt, es wird diese Stelle angeführt, um uns weismachen zu wollen, dass wir heute den Sabbat nicht mehr halten brauchen. Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Also diese Stelle besagt angeblich, dass jeder Tag gleich ist. Wir brauchen den Sabbat nicht zu halten. Danach bräuchte man aber auch den Sonntag nicht zu halten. Wo kommt dann die Idee her, dass man den Sonntag heilig halten solle, wenn jeder Tag gleich ist, wenn man nur seiner eigenen Gewissensüberzeugung folgen müsse? Wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, wird deutlich, dass es gar nicht um die Frage der Sabbateinhaltung geht. Wir hatten uns bereits in der letzten Predigt mit der Frage befasst, dass Paulus im gesamten 14. Kapitel im Buch der Römer über das Essen von Fleisch und das Essen von Gemüse spricht. Vers 2 sagt das deutlich. Es heißt hier in Vers 2, der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Also der war Vegetarier. Auch Vers 3 spricht von dem Essen von Fleisch und von dem Essen von Gemüse. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen.
Und wenn Sie dann den gesamten Zusammenhang weiterlesen, angefangen in Vers 14, dann sehen Sie, es geht lediglich um das Essen von Fleisch oder von Gemüse. Der Kontext hier ist also das Essen oder Nicht-Essen von Fleisch wegen des Gewissens. Einige, die Vegetarier waren, glaubten eben, man dürfe gar kein Fleisch essen. Und zwar auch zuletzt nicht deshalb, weil viel von dem Fleisch, das man eben auf dem Fleischmarkt kaufen konnte, Götzenopfern geopfert worden war. Wir hatten aber bereits gelesen und gesehen, dass Paulus erklärt hatte, dass man Götzenopferfleisch essen kann, es sei denn, man macht sich ein Gewissen daraus. Wenn man etwas natürlich gegen sein Gewissen tut, dann sollte man das nicht tun. Paulus spricht hier in Römer 14 zunächst einmal von dem gleichen Prinzip. Doch dann sagt er plötzlich in Vers 5 etwas anderes. Wir hatten die Stelle gelesen, er sagt auf einmal in Vers 5, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Was ist damit gemeint? Was meint er mit, der eine hält den Tag für höher als andere? Nun, im nächsten Vers, in Vers 6, stellt Paulus einen Zusammenhang her zwischen dem Achten von Tagen und dem Essen und Nicht-Essen von Fleisch oder Gemüse. Schauen Sie sich Vers 6 an. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, das gleiche Prinzip wird hier behandelt, nämlich das Prinzip, nichts gegen das zu tun, was einem das Gewissen sagt. Paulus spricht hier über neue Mitglieder, die noch ein schwaches Gewissen hatten. Und die meinten, man müsse an gewissen Tagen fasten. Aber man könne dies nicht an einem beliebigen Tag der Woche tun. Andere verstanden hingegen, dass Gott mit Ausnahme vom Versöhnungstag, an dem in der Tat gefastet werden muss, wie uns die Bibel das sagt, Gott spricht sonst von keinem bestimmten Tag oder schreibt keinen bestimmten Tag vor, an dem gefastet werden muss. Und so schreibt Paulus hier in Römer 14 und Vers 5, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Schauen Sie, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, gemeint ist, dass er an diesem Tag zu fasten hat. Andere sagen, nein, man kann an jedem Tag fasten oder aber man kann auch einmal vom Fasten absehen. Wer also an einem bestimmten Tag der Woche isst, das heißt Nahrung zu sich nimmt, so sagt Paulus in Vers 6, der tut es mit Blick auf den Herrn. Denn er dankt ihm für das Essen, das er vom Herrn erhält. Und wer an einem anderen Tag der Woche oder an einem solchen Tag der Woche nicht isst, sondern fastet, der tut das auch mit Blick auf den Herrn und dankt Gott ebenfalls, da er durch das Fasten Gott näher kommt. Paulus will dir also sagen, dass wir uns untereinander nicht dafür verurteilen sollen, wie wir individuell Gott anbeten, soweit dies im Rahmen des Wortes Gottes geschieht. Nirgendwo heißt es ja, um dies zu wiederholen, dass man an bestimmten Tagen essen muss, also nicht fasten darf, obwohl es nebenbei bemerkt sicherlich nicht gut ist, immer am Sabbat zu fasten, denn der Sabbat ist ja eins von den Festtagen. Und nirgendwo wird auch in der Bibel gesagt, dass jeder alle reine Nahrung essen muss. Es wird natürlich gesagt, dass jemand keine unreine Nahrung essen darf. Aber wenn zum Beispiel jemand Fisch nicht essen will oder Gemüse oder was immer, dann versündigt er sich nicht deshalb an Gott, weil er dies nicht essen will, weil es ihm seinem Geschmack nicht entspricht. Wir sehen also, dass die ganze Passage hier in Römer 14 absolut nichts mit dem Sabbat oder den heiligen Tagen zu tun hat. Es geht um das Essen von Gemüse oder von Fleisch. Und es geht eben um das Essen oder Nicht-Essen von Nahrung an gewissen Tagen. Die einzige Möglichkeit, dass der Sabbat und die jährlichen Festtage in diese Diskussion hätten einfließen können, wäre in der Tat die Auffassung einiger gewesen, dass man am Sabbat und an den heiligen Tagen fasten muss, wie wir das ja in Kolosser 2, Vers 16 gesehen hatten. Nun ist interessant, dass in Kolosser 2, Vers 16 Paulus aber ausdrücklich vom Sabbat und den heiligen Tagen spricht. Aber hier in Römer 14
wie gerade nicht erwähnt. Die Tatsache, dass sich Römer 14 gar nicht mit dem Sabbat und den heiligen Tagen beschäftigt, sondern mit einer Zeit des Essens oder Nichtessens, wird auch von einigen Kommentaren zur Bibel bestätigt. Ich möchte hier von dem Expositor's Bible Commentary vorlesen, und zwar aus dem 10. Buch auf Seite 146. Dort heißt es: Der enge textliche Zusammenhang mit Essen deutet an, dass Paulus hier an einen speziellen Tag denkt, den man als eine besondere Zeit des Essens oder des Fastens ausgesondert hatte. Also der erkennt klar an, es geht hier um das Essen oder Nichtessen an bestimmten Tagen. Es ging hier gar nicht um den Sabbat oder die heiligen Tage. Auch Hastings Enzyklopädie der Religion und Ethik führt aus, dass sowohl die Juden als auch die Heiden spezifische Tage bestimmt hatten, an denen gefastet werden sollten. Aber das war eine Idee von Heiden und Juden, das war keine Idee, die aus der Bibel stammt. Wie gesagt, diese Stelle in Römer 14 hat absolut nichts mit dem Sabbat und den heiligen Tagen zu tun und kann nicht dafür angeführt werden, dass wir heute keine heiligen Tage mehr zu halten hätten, dass man also einfach jeden Tag so als gleich ansehen kann. Man braucht also den Sabbat nicht mehr zu halten, das Gesetz bezüglich des Sabbats sei abgeschafft. Nun gibt es eine weitere Stelle, die von protestantischen Theologen hauptsächlich angeführt wird, um uns weismachen zu wollen, dass man heute den Sabbat nicht mehr halten bräuchte. Und diese Stelle findet sich in Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4 und Vers 10. Und dort heißt es hier, und diese Stelle wird in einem Zusammenhang gebraucht, der negativ ist, eine Anschuldigung, die Paulus hier an die Galater richtet. Und er sagt hier in anschuldigender Weise: Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Und der Zusammenhang zeigt in der Tat, dass dies in einer falschen Weise geschah. Und so sagen natürlich jetzt einige Theologen: Aha, also hier sagt Paulus, die Galater hatten nach wie vor den Sabbat gehalten und die heiligen Tage, und Paulus greift sie dafür an und sagt, ihr haltet diese Tage und ihr solltet die nicht mehr halten. Ist das, was Paulus hier den Galatern sagt? Wiederum, der Zusammenhang macht die Sache deutlicher. Schauen wir uns Vers 8 an, in Galater 4. Da schreibt er: Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Und dann in Vers 10, ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Also Paulus spricht hier an Galater, die nicht Juden waren von Hause aus. Die hatten ursprünglich nicht Gott gedient, die hatten ursprünglich, wie es heißt, schwachen und dürftigen Mächten gedient, die nicht Götter waren. Jetzt, sagt Paulus, habt ihr Gott erkannt. Und jetzt wendet ihr euch wieder jenen schwachen Mächten zu, indem ihr bestimmte Tage, Monate, Zeiten und Jahre einhaltet. Wir sehen also vom Zusammenhang, dass es sich hier gar nicht um Festzeiten gehandelt haben kann, die Gott geboten hatte. Denn diese waren den Galatern ja vor ihrer Bekehrung gar nicht bekannt. Es ging lediglich um Tage, die die Galater heilig hielten, als sie den schwachen Mächten der Welt dienten. Und einige sagen, nee, das ist nicht so richtig, sondern die galatischen Nichtjuden wurden von den Juden dahingehend belehrt, dass sie Gottes Tage halten müssten, wie die Juden ja auch versuchten, sie zu überzeugen, sich beschneiden zu lassen. Und Paulus sagte den Galatern, es ist nicht notwendig, sich beschneiden zu lassen, und es ist auch nicht notwendig, die heiligen Tage und den Sabbat zu halten. Aber das ist nicht das, was hier geschrieben steht. Zunächst einmal heißt es in Galater 4 und Vers 9, dass sich diese Galater zu den schwachen Mächten hinwenden, indem sie diese Tage halten. Gottes Tage kommen aber nicht von schwachen Mächten, auch im Alten Testament nicht, sondern eben von Gott. Und dann heißt es, dass sie sich wieder jenen schwachen Mächten zuwenden. Sie versuchen also etwas zu tun, was sie bereits vorher getan haben, noch bevor sie zum Christentum bekehrt wurden.
Die Juden hatten aber damals keinen Einfluss auf das, was nicht-jüdische Galater getan hatten. Wir sehen also, Paulus spricht hier unmöglich von Gottesfesttagen, sondern er spricht hier von heidnischen Zeiten, Tagen, Monaten und Jahren. Nun, was ist damit gemeint? Zunächst einmal spricht der katholische Bischof Chrysostom im 4. Jahrhundert von solchen heidnischen Zeiten. Er schreibt: Viele hatten sich in abergläubischer Weise Zeichendeuterei zugewandt. Bei der Beachtung solcher Zeiten zündeten sie Lampen auf den Marktplätzen an und schmückten ihre Türen mit Knoblauch. Paulus spricht aber nicht nur von Zeiten, er spricht auch von Tagen. Die Galater wandten sich wieder solchen Tagen zu. Was für Tage sind gemeint? Nun, die Griechen hielten bestimmte Tage, um ihre Toten zu verehren. In Websters Ruhetage lesen wir auf Seite 79. Diese Riten wurden an Unglückstagen abgehalten, an denen keine Arbeit getan wurde. Schauen Sie, ein Drittel aller Tage waren im römischen und im griechischen Kalender als Unglückstage ausgewiesen, an denen es illegal war, rechtliche oder politische Aktivitäten durchzuführen, an denen der Bürger dem Willen des Staates gemäß, auch soweit es ging, von privaten Aktiven oder Aktivitäten Abstand nehmen sollte. Diese Tage, wie Webster uns auf Seite 171 erklärt, waren für viele Zwecke ungeeignet, sowohl öffentliche Zwecke als auch private Zwecke, wie zum Beispiel für Kriege, für heilige Riten, für Reisen, für Eheschließungen. Also an solchen Unglückstagen wurden keine Ehen geschlossen. Und Paulus sagt hier zu den Galatern: Warum wendet ihr euch wieder diesem Aberglauben zu, nachdem ihr doch diesem Aberglauben abgestorben seid, als ihr Christus angenommen habt? Und heute gibt es auch solche gewisse Unglückstage, die wir uns, also wenn ich jetzt sage wir, die also die Menschen sich so einverleibt haben, wie zum Beispiel Freitag der 13. Der Zusammenhang ist deutlich. Und dann spricht Paulus hier auch von Monaten. Er sprach von Zeiten, von Tagen und dann von Monaten. Und man kannte auch in der damaligen heidnischen Welt bestimmte Monate, die der besonderen Verehrung heidnischer Götter dienten. So wurden zum Beispiel heidnische Feste im April und Oktober zu Ehren der Göttin Apolla abgehalten, sondern im Februar und Juni zu Ehren des Gottes Zeus, im April auch zu Ehren des Gottes Artemis und im Januar zum Beispiel zu Ehren des Weingottes Bacchus. Und das sind also jährliche oder Monate, die dann auch nicht mehr besondere Beachtung finden sollten, gemäß des Apostels Paulus. Und schließlich spricht Paulus auch in Galater 4, Vers 10 von Jahren. Und so hatte man also auch gewisse Jahre zu nationalen Festlichkeiten ausgesondert, an denen zum Beispiel auch gewisse Sportveranstaltungen abgehalten wurden. Wussten Sie, dass die Olympischen Spiele, die auch die Pythischen Spiele genannt wurden, die fanden damals schon zu bestimmten jährlichen Intervallen statt, aber die dienten damals der heidnischen Götzenverehrungen und heidnischer Riten. Und da waren viele heidnische Riten, die an diesen Veranstaltungen durchgeführt wurden. Es waren also solcherlei Tage, Monate, Zeiten und Jahre, die Paulus hier in Galater 4 anprangert. Und nicht etwa die Jahresfeste Gottes, um die ging es hier gar nicht. Wir finden folgende interessante Aussage in Kittels theologisches Wörterbuch des Neuen Testamentes, die diese Stelle in Galater 4 behandelt. Und es heißt hier im 7. Buch auf Seite 148, das Wort haltet, wie es ja in Galater 4, Vers 10 übersetzt ist, ihr haltet bestimmte Tage, das ist im Griechischen das Wort paratareo, paratareo. Und Kittel führt aus, dass dieses Wort haltet die Bedeutung von einem skrupellosen, eng vertrauten Beobachten im eigenen Interesse handelt, das sich nicht mit dem traditionellen Halten des Sabbats oder anderer jüdischer Feste verträgt, doch das sehr gut zu Zeitspannen passt, die positiv und negativ vom Standpunkt des Kalenders oder der Astrologie her zu bewerten sind. Wer hat also hier eine Verbindung hergestellt zwischen astrologischer Beobachtung solcher Tage? Er sagt, es geht ja gar nicht um den Sabbat oder die Festtage. Und auch der Kommentator von Schmittal schreibt Folgendes auf Seite 45.
Hinter dem Halten bestimmter Tage seitens der Galater müssen gnostische Spekulationen stehen. Es ist undenkbar, dass Paulus das Halten jüdischer Festtage mit der Verehrung heidnischer Götter in Zusammenhang gebracht haben würde. Er kann von daher in Galater 4 und Vers 10 nicht irgendein jüdisches Verhalten angesprochen haben. Und dann schließlich noch ein Zitat von Vincent, der im vierten Buch auf Seite 135 schreibt: Die Galater waren wieder zu der Beobachtung von Jahren und Zeiten zurückgekehrt, die von himmlischen Körpern und deren Geistern kontrolliert wurden. Also ganz eindeutig eine heidnische Beobachtung solcher heidnischen Tage, die nichts mit der Beobachtung des Sabbats und der jährlichen Festtage zu tun hatten. Wir sehen also auch die Stelle in Galater 4 und Vers 10 kann nicht dazu gebraucht werden, um uns weismachen zu wollen, dass wir heute den Sabbat und die heiligen Tage nicht mehr zu halten haben. Und so findet sich keine Stelle im Neuen Testament, die die Sabbateinhaltung aufhebt oder auch die Einhaltung der jährlichen Festtage oder auch die Speisegesetze. Nun sagen uns einige aber, dass Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Das Gesetz, wie es im Alten Testament geschrieben steht, es wurde also abgeschafft, wie ich eingangs der Predigt bereits erwähnt hatte, und Christus kam dann, um ein neues Gesetz dafür zu bringen. Ist das das, was Christus uns gesagt hat? Achten wir nicht auf das, was uns Theologen sagen, achten wir jetzt einmal auf das, was Christus uns selbst gesagt hat. Schauen wir uns einmal eine Stelle in Lukas Kapitel 16 an. Lukas Kapitel 16 und angefangen in Vers 16. Und wie wir sehen werden, ist der Zusammenhang hier in Lukas 16 und Vers 16 der Ehebruch. Das Gesetz gegen den Ehebruch. Eines der 10 Gebote. Kam Christus dieses Gesetz abzuschaffen, um dann ein erneutes Gesetz des Ehebruchs in die Welt zu setzen? Lukas Kapitel 16, angefangen in Vers 16. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Vers 17. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Nun zunächst einmal in Vers 17 sagt Christus uns hier, dass es leichter sei, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Das Wort fällt ist im Griechischen das Wort pipto. Und es wird auch im Gleichnis benutzt, das von dem Haus handelt, das zusammenfällt oder einfällt, weil es nicht auf dem Felsen erbaut war. Und diese Stelle finden Sie in Matthäus Kapitel 7. Und so dann spricht Christus hier vom Ehebruch. Er sagt hier, dass das Gesetz gegen Ehebruch weiter besteht. Nicht, dass es abgeschafft wurde, sondern dass es weiter besteht. Aber Christus spricht hier nicht nur vom Ehebruch, denn in Vers 16 sagt, dass das Gesetz und die Propheten, also die gesamten Schriften des Alten Testamentes, bis zu Johannes reichen. Johannes dem Täufer. Doch was ist damit gemeint? Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Zeigt dies dann nicht, wie einige sagen, dass sie heute nicht mehr gelten? Sie galten eben nur bis zur Zeit des Johannes? Dies kann die Aussage in Lukas 16 und Vers 16 nicht gewesen sein, weil Christus ja sich sonst selbst widersprochen hätte. Er sagt ja im nächsten Vers in Vers 17, dass es leichter für Himmel und Erde sei, zu vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz falle. Und Himmel und Erde bestehen heute noch. Nicht wahr? Sie laufen immer noch auf der Erde herum und wenn Sie die Augen gen Himmel erheben, dann sehen Sie den Himmel. Die wahre Bedeutung der Schriftstelle in Lukas 16, 16 ist eben die, dass bis zur Zeit des Johannes lediglich das Gesetz und die Propheten bestanden. Das heißt, die alttestamentlichen Schriften. Manchmal spricht Jesus auch von den Psalmen, dem Gesetz und den Propheten, um damit die gesamten alttestamentlichen Schriften zusammenzufassen. Der zweite Teil in Lukas 16, Vers 16 sagt uns jedoch, dass nun etwas Zusätzliches gepredigt wird. Nicht ein neues Gesetz, sondern das Evangelium vom Reich Gottes. Mit anderen Worten,
inspirierte Schriften wurden nun im Neuen Testament hinzugefügt, um das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes deutlicher zu machen. Schauen wir uns dies noch einmal an in Vers 16. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Das ist alles das, was bis zu dem damaligen Zeitpunkt vorhanden war, das Alte Testament. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Aber um deutlich zu machen, dass er jetzt nicht sagen will, jetzt beginnen wir das Evangelium zu predigen, jetzt ist das Gesetz abgeschafft, sagt er uns in Vers 17, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Schauen Sie, das Predigen des Evangeliums hebt das Gesetz nicht auf. Es geht beides zusammen Hand in Hand. Es ist richtig, dass zwar auch im Alten Testament bereits das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt wurde. Von ihm ist die Rede, wie zum Beispiel im Buch Daniel. Doch nun werden neutestamentliche Stellen hinzugefügt, die die Bedeutung des Reiches Gottes in noch weiterer und größerer Weise offenbaren. Auch hatte sich Christus ja nun qualifiziert, indem er Satan widerstand und seine Versuchungen in der Wüste, als König aller Könige im Reich Gottes zu herrschen. Und so konnte nun begonnen werden, das Evangelium allen Völkern zu einem Zeugnis zu verkündigen. Wussten Sie, das einzige Zeichen, das Jesus Christus uns gab, dass seine Wiederkehr nahe bevorsteht, findet sich im Matthäus-Evangelium in Kapitel 24, wo er sagt, und das Evangelium vom Reich wird allen Völkern gepredigt werden zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen, das Ende dieser jetzigen Zeit und der Beginn einer neuen Zeit, die dadurch eingeleitet wird, dass Jesus Christus zurückkommt. Wir sehen also, dass alle Schriften, alle Gebote, alle Gesetze weiter bestehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich im Neuen Testament abgeschafft. Und es ist ja leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 24 und Vers 35. Matthäus Kapitel 24. Und lesen wir zusammen Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Christus. Sogar wenn Himmel und Erde vergehen, wird sein Wort nach wie vor bestehen bleiben. Und Jesus Christus ist das personifizierte Wort Gottes. Das Alte Testament, sowohl als auch das Neue Testament, sind das niedergeschriebene Wort Gottes. Es ist Jesus Christus, der es inspiriert hat. Es heißt ja im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann heißt es in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und die Rede ist natürlich hier von Jesus Christus. Doch hat nicht alles in Christus seine Erfüllung gefunden? Kam Christus nicht, wie uns einige sagen wollen, das gesamte Gesetz abzuschaffen, indem er es erfüllte? Ich bin auf diese Frage schon einmal kurz eingegangen in einer der letzten Predigten, möchte aber hier noch etwas weiteres betonen. Schauen wir uns die Stelle noch einmal an in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 17. Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 17. Und ich lese die Verse 17 bis 19. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Er kam also nicht, um sie aufzulösen, um sie abzuschaffen und dann ein neues Gesetz zu bringen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, Vers 18, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Was meint Christus damit, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen? Nun, er sagt offensichtlich nicht, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern aufzulösen. Was ist mit erfüllen gemeint? Nun, das griechische Wort für erfüllen ist das Wort plereo. P-L-E-R-O-O, plero-O. Und es bedeutet füllen, ausfüllen
oder auch vollkommen machen. Schauen wir uns einige Stellen im Neuen Testament an, wo das Wort gebraucht wird, und schauen wir uns an, in welchem Zusammenhang es gebraucht wird. Philipper Kapitel 2 und in Vers 2. Philipper Kapitel 2 und Vers 2. Hier schreibt Paulus: Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Macht meine Freude dadurch vollkommen. Aber das Wort hier für macht vollkommen ist das Wort plero. Er sagt also nicht, hebt meine Freude dadurch auf, dass ihr eines Sinnes seid, sondern genau das Gegenteil. Macht sie dadurch vollkommen. Auch in Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4 und in Vers 17. Was sagt er hier? Sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Auch hier das Wort, das griechische Wort plegoo. Ausfüllst, erfüllst, nicht abschaffst. Und auch im gleichen Brief in Kolosser Kapitel 1 und in Vers 25. Da schreibt er auch, ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Aber das Wort für reichlich predigen im Griechischen ist das Wort plero. Mit anderen Worten, dass er das Wort ausfüllen soll, vollkommen machen soll, nicht abschaffen soll. Und so finden wir auch eine weitere Stelle noch in Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13 und in Vers 8. Römer 13 und Vers 8. So seid nun niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Auch wiederum hier das gleiche Wort, plero. Er hat es vollkommen gemacht. Denn Liebe ist ja dadurch vollkommen, dass man die Gebote hält. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Falls Christus in Matthäus 5 gemeint haben soll, die Erfüllung des Gesetzes bedeutet seine Abschaffung, dann ergeben ja die nächsten beiden Aussagen, die er in den Versen 17 und 18 bringt, ja gar keinen Sinn. Er fährt ja fort zu sagen, dass solange Himmel und Erde bestehen, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz vergehen würde, bis alles geschehe. Und dass derjenige, der Kleinste im Himmelreich heißen würde, Vers 19, wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöste. Eine merkwürdige Aussage, wenn er bereits das gesamte Gesetz aufgelöst hätte. Nun gibt es noch weitere Stellen, die angeführt werden, um uns angeblich weiszumachen, dass das Gesetz abgeschafft sei, wie zum Beispiel Römer Kapitel 10 und Vers 4. Römer Kapitel 10 und Vers 4. Da heißt es hier, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Heißt das also, weil es hier heißt, Christus sei das Gesetzes Ende, dass nun das Gesetz zu Ende ist, dass es kein Gesetz mehr gibt, dass Christus das Gesetz abgeschafft hat? Nun, das griechische Wort für Ende ist Teleos. Und das Wort Teleos kann auch die Bedeutung von Zweck und Ziel und Ergebnis haben. Zum Beispiel, wenn Sie eine Elberfelder Bibelübersetzung haben, dann finden Sie, dass in der Anmerkung es heißt, dass das Wort hier auch Ziel heißen kann. Wiederum schauen wir uns ein paar Stellen an, wo das Wort Teleos benutzt wird. In Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Da heißt es hier: Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Hier steht wiederum für das Wort Ende das griechische Wort Teleos. Aber es ist klar, dass hier die Bedeutung Ziel oder Zweck ist. Und so sagen einige Übersetzungen hier auch, der Zweck des Herrn war, Hiob zu zeigen, dass er barmherzig war und voller Gnade. Schauen wir uns auch 1. Petrus Kapitel 1 an für ein weiteres Beispiel. 1. Petrus Kapitel 1
und in Vers 9. 1. Petrus 1 und Vers 9. Er schreibt hier, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Hier wird sogar das Wort Ziel gebraucht. Das griechische Wort ist wiederum das Wort Teleos. Also hier wird deutlich von dieser Übersetzung, dass das Wort Teleos sowohl Ziel bedeuten kann. Ziel oder Zweck. Hier ist ja nicht das Ende des Glaubens angesprochen. Es heißt ja nicht, wenn ihr das Ende eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Denn an anderen Stellen wird ja gesagt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe für alle Zeit bestehen bleiben. 1. Korinther 13, Vers 13 sagt uns das. So ist also auch hier in Römer 10 und Vers 4 nicht das Ende des Gesetzes gemeint, in dem Sinne, dass das Gesetz aufgehört habe zu bestehen. Es geht lediglich darum, dass Christus das Ziel des Gesetzes ist, das Endziel, der Endzweck. Und wenn wir zu Römer 10 und Vers 4 zurückkehren, dann finden wir auch, dass der zweite Teil in der Lutherbibel unglücklich übersetzt worden ist. Denn es geht ja weiter nach dieser Übersetzung. Es heißt, denn Christus ist das Gesetzesende, oder besser, es ist das Ziel, der Endzweck des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Wie gesagt, eine unglückliche Übersetzung. Die Professoren Hamp, Stenzel und Kürzinger bringen die Stelle wie folgt in der Potlochbibel. Endziel des Gesetzes ist ja Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Ich wiederhole das noch einmal, weil dies eine sehr schöne und richtige Übersetzung ist. Endziel des Gesetzes ist ja Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wir sehen also, dass Christus Ziel und Zweck des Gesetzes ist. Wir sollen ja so werden wie er. Und das Gesetz, das wir zu halten haben, hilft uns auf diesem Wege. Wie Christus das Gesetz gehalten hat, so müssen auch wir das Gesetz halten. Anders ausgedrückt, das Gesetz führt uns zu Christus. Christus erfüllt das Gesetz in uns. Er hält es in uns. Und unser Glaube in Christus führt zu unserer Gerechtigkeit, die in uns erfüllt wird. Und wie wird Gerechtigkeit definiert? In den Psalmen heißt es, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. So, dann weisen einige auf Galater Kapitel 3 hin. Galater Kapitel 3 und Vers 13. Und sagen, aha, hier heißt es also deutlich, dass Christus das Gesetz abgeschafft habe. Galater 3 und Vers 13. Da heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Mit anderen Worten, wir sind erlöst worden von dem Fluch des Gesetzes. Und das ist richtig. Wir müssen nur verstehen, was mit dem Fluch des Gesetzes gemeint ist. Mit dem Fluch des Gesetzes. Das heißt ja nicht, wir sind erlöst worden vom Gesetz. Das heißt, wir sind erlöst worden von dem Fluch des Gesetzes, von der Strafe des Gesetzes, der Todesstrafe, die als Fluch über uns hing, weil wir das Gesetz übertreten haben. Und von diesem Fluch sind wir befreit worden, von der Todesstrafe. Wir lesen ja in Römer Kapitel 6 und Vers 23, der Sünde Sold ist der Tod. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und Vers 4, heißt es nach der Zürcher Übersetzung, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Weil wir also das Gesetz übertreten haben, haben wir gesündigt und haben von daher uns den Fluch des Gesetzes, die Todesstrafe, zu uns gezogen. Und wir wurden also von dem Fluch des Gesetzes, von der Todesstrafe erlöst, weil Christus für uns gestorben ist. Er hat für uns die Todesstrafe erlitten. Und wenn wir Christus annehmen als unseren persönlichen Erlöser, wenn wir unsere Sünden bereuen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns taufen lassen als Erwachsene, dann werden wir die Gabe des Heiligen Geistes erlangen, aber auch die Vergebung der Sünden. Wir werden dadurch von dem Fluch des Gesetzes, der Todesstrafe, die über uns hing, erlöst. In Römer 6 und Vers 14 gibt es eine weitere Stelle, die gerne angeführt wird, um uns angeblich weiß zu machen, dass das Gesetz für uns nicht mehr gültig sei. Da heißt es, in Römer 6 und Vers 14,
Römer 6 und Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also hier heißt es, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Von daher ist das Gesetz für uns nicht mehr gültig. Wir brauchen uns nicht mehr um das Gesetz zu kümmern. Aber schauen Sie, gemeint ist wiederum hier die Strafe des Gesetzes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz in dem Sinne, dass wir nicht mehr unter seiner Strafe sind. Denn die Strafe wurde uns ja erlassen. Wir sind jetzt unter der Gnade, weil wir begnadigt wurden. Aber das heißt nicht, dass wir weiter sündigen können. Das heißt nicht, dass wir weiter das Gesetz übertreten können. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Schauen Sie sich mit mir Vers 15 an im gleichen Kapitel. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein? Es sei der Sünde zum Tode, zu der Todesstrafe, dem Fluch des Gesetzes, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Vers 18. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Auch hier deutlich wird zum Ausdruck gebracht, dass wir nach wie vor das Gesetz halten müssen. Das Gesetz, das Gerechtigkeit definiert. Aber wir können es nur dadurch halten, dass der Gerechte Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt und uns gerecht macht. In uns das Gesetz erfüllt. Denn die fleischliche Natur, wie wir bereits gehört haben, kann dem Gesetz Gottes nicht untertan sein. Es kann dies nur durch Jesus Christus in uns, dem lebenden Erlöser, geschehen. Schauen wir uns schließlich auch noch Römer Kapitel 7 und Vers 4 an. Da heißt es, Römer Kapitel 7 und Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass er einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also hier heißt es, wir sind dem Gesetz getötet. Mit anderen Worten, das Gesetz ist tot für uns. Schauen Sie, das ist nicht das, was die Stelle sagt. Es sagt eben nicht, das Gesetz ist tot für uns. Das heißt, wir sind dem Gesetz getötet worden. Das heißt, unsere Todesstrafe wurde bezahlt. Wir müssen nicht mehr sterben, sondern wir sind dem Gesetz gegenüber bereits tot oder gestorben. Der Strafe des Gesetzes ist gemeint. Mit anderen Worten, wir sind befreit worden von der Strafe des Gesetzes, dem Gesetz, das uns gegenüber die Forderung hatte, dass wir sterben sollten. Das ist jetzt erfüllt worden. Dem gegenüber sind wir getötet worden. Nicht, dass wir jetzt das Gesetz nicht mehr weiter halten müssten. Aber warum sagt Paulus in Römer Kapitel 7 und Vers 6? Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Heißt das jetzt nicht deutlich, dass wir nach wie vor dann das Gesetz nicht mehr zu halten brauchen? Wir sind frei geworden vom Gesetz. Nun, Paulus hat auch hier gemeint, dass wir der Strafe des Gesetzes abgestorben sind. Wir sind frei geworden von der Strafe des Gesetzes. Das steht auch mit Römer 6 und Vers 18 im Einklang, wonach wir frei geworden sind von der Sünde. Da uns die Sünde vergeben wurde, sind wir frei von der Todesstrafe. Schauen wir uns Römer 6 und Vers 18 an. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Alle diese Stellen besagen keineswegs, dass das Gesetz abgeschafft sei oder dass wir uns um das Gesetz nicht mehr zu kümmern hätten. Schauen wir uns zum Abschluss der heutigen Predigt eine Stelle an, die das ganz klar zum Ausdruck bringt. Die ganz klar zum Ausdruck bringt, dass die Gerechtigkeit, die in uns erfüllt werden muss, die Gerechtigkeit des Gesetzes ist. Dass aber Jesus Christus, der in uns lebt, nachdem wir auf die richtige Weise als Erwachsene getauft worden sind, es uns ermöglicht, dies zu tun. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 3.
Römer Kapitel 8, angefangen Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, unsere fleischliche Natur hat es nicht ermöglicht, dass wir das Gesetz halten. Und das Gesetz, das zwar geschrieben steht, kann uns natürlich nicht dazu zwingen, es zu halten. Deswegen sagt er hier, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er hat uns gezeigt, dass es möglich ist, dass wir im Fleisch, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Sünde überwinden können. Es ist uns möglich, das Gesetz Gottes zu halten. Wie? Vers 4. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Schauen Sie, das Gesetz erfordert nach wie vor, dass wir gerecht leben. Aber wir können es nicht tun auf uns alleine gestellt, sondern wir müssen es tun mit der Hilfe Jesu Christi, der durch den Heiligen Geist in uns lebt, sodass Christus in uns lebt und wir können durch den Geist die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, erfüllen. Alle diese Stellen zeigen uns deutlich, dass das Gesetz nach wie vor für uns besteht und dass es zu halten ist. Und zum Abschluss noch Folgendes gesagt. Wenn der Heilige Geist Gottes zurzeit mit ihnen wirkt, dann gibt er ihnen bereits schon die Kraft, ihm zu einem gewissen Grade zu gehorchen. Aber das letztendliche Ziel ist, dass sie den Heiligen Geist in sich leben lassen. Und das kann nur dadurch geschehen, aufgrund der Aussagen der Bibel, wenn sie bereuen, ihre Sünden bereuen. Und erinnern Sie sich daran, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wenn Sie dann den Glauben an Jesus Christus haben und an das, was er lehrte, inklusive das Evangelium vom Reich Gottes, und sich dann taufen lassen, die Sündenvergebung dadurch erhalten und dann durch die Taufe und das Händeauflegen durch einen ordinierten Geistlichen den Heiligen Geist erlangen. Und dann können Sie und werden Sie erkennen, dass es, wie der Apostel Johannes uns sagt, nicht so schwer ist, wie es vielleicht den Anschein haben mag, die Gebote Gottes zu erfüllen. Für heute wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und werde mich demnächst mit einer neuen Predigt an Sie wenden. Dies ist Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.